Auch in der Gemeinde Marka wurde ein wertvoller Teil des schwäbischen Erbes gerettet, als dort vor wenigen Monaten ein Buch mit den Liedern der einstigen deutschen Bevölkerung erschienen ist. Marka liegt im Bakonia-Gebirge, einige Kilometer von Vesprim entfernt. Das neue Liederbuch wurde jetzt im März in der Gemeinde vorgestellt. Wie die Feierin von der Hochzeit kommt hier und da hoch. Die Mutter auf diesem Familienfoto, Maria Pichner, geborene Geist, in Marka Erfolgstracht singt. Ihre Enkelin Eva Bekefi, geborene Seitel, hat das Lied aufgezeichnet. Sie ist Lehrerin für Deutsch und Ungarisch und lebt in der benachbarten Stadt Vesprim. Animan, was hast du jetzt angestellt hier und da? Sie hat immer recht, ja, fein gebt, am tut ihr da, tut es. Sie hat immer recht, ja, fein gebt, am tut ihr da. Ich habe Feldforschungen gemacht in den 70er Jahren, schon in den 60er Jahren, aber vor allem in den 70er Jahren. Von 73, als ich in Fünfkirchen absolviert habe, danach habe ich viele Feldforschungen hier im Komitat Vesprim gemacht, aber natürlich habe ich am meisten meine eigene Großmutter aufgenommen. Und sie lebte hier in dieser Gemeinde? Ja, hier in dieser Gemeinde, ja. Hier lebte meine ganze Familie. Und hier wurde eine Großmutter ganz besonders unterstrichen? Ja, ja, das war die Maria Pichner, geborene Geist. Sie war eine fantastische Person und sie konnte sehr, sehr viele deutsche Volkslieder und sie hatte auch eine herrliche Stimme. Und Gott sei Dank hat sie mir auch immer wieder gesungen. Ich habe einmal ein Ring gekriegt von meinem herzlichsten Schatz und ich habe Also diese Sammlung bildet den Kern. Und wie hat sich dann der Bruder an die Geschichte angeschlossen? Ja, der Bruder hat ja Musik absolviert in Fünfkirchen. Nicht nur Germanistik, sondern auch Musik. Also er war für die Notation der Fachmann. Der Bruder, der unter dem Namen Ferry Seidel in Österreich und in Deutschland als Opern-, Operetten- und Musical-Tenor seine Karriere gemacht hat, wurde in Marka als Ferenc Seidel geboren. Die Sammlung von Eva und Ferenc Seidel aus den 1970er Jahren und auch das gesammelte Material von Franz Witzel, Maria und Anton Horvath, Michael Heitzer, Angermann Schomhegi und Sebastian Reinfahrt hat die Markauer Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung in einem anspruchsvollen Buch herausgegeben. Schon zwei Bücher haben wir herausgegeben. Was erstmal in dem Dorf seine Tradition und zweite Buch ist, was viele Bild, was vorher haben gemacht. Ja, und diese Foto ja, haben gemacht und das ist rausgegeben, die zweite also Buch. Ist jetzt schon das dritte und das ist die dritte Buch, sehr schön, das hat auch funktioniert. Für Marka ist das das erste Mal, dass ein Liederbuch erschien. Das ist ein großes Erfolg. Für das Komitat ist das eine gute Fortsetzung. In den letzten Jahren erschienen Liedersammlungen, Bücher in Totwasch und dann in Rendek, in Eukorendek, letztes Jahr in Band, in der Nachbarortschaft. Also jetzt waren wir dran, endlich. Gibt es ja einen Chor und arbeitet der Chor mit diesen Liedern oder waren diese Lieder
bekannt vor dem Chor. Gehören Sie zum Repertoire des Chores? Ja, wir haben sehr viele Lieder schon aus dieser Sammlung gesungen und jetzt haben wir natürlich wieder welche aus diesem Buch dann nehmen können. Es sind einige Schwaben im Chor, andere sind nicht Schwaben, die singen sehr gerne und wir bilden dann so eine gute Gemeinschaft und verbringen die Zeit gerne miteinander und singen gerne. Der Markaer Deutsche Nationalitätenchor, der den Namen des ehemaligen Kantorlehrers Stefan Steixner trägt, bereitete sich mit Liedern aus der Sammlung vor, als das Buch im Kulturhaus der Gemeinde präsentiert wurde. Viele Leute aus dem Ort und aus der Umgebung waren auf dieses gerettete Stück der Geschichte von Marco neugierig. Die Gemeinde Markau auf Ungarisch Markó liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Komitateshauptstadt Veszprém. Wie viele Leute wohnen heute hier in Markau? Ungefähr 1.500. Weil 1.300 war, vielleicht vier Jahre vorher. Aber jetzt ist viel, viel neue Haus gebaut hier und darum ist mehr die Leute auch einwohnen. Wie viele sind die Schwaben noch, kann man sagen? Oh, das ist schwer. Frage. Von den Eltern könnten wir zählen, wie viel? Vielleicht 200. Vielleicht nicht mehr. Nein, ich meine nicht mehr. Gibt es hier eine Schule? Nein, hier ist keine Schule, nur Kindergarten. Schule ist im Herrend oder Veszprém. Sie fahren jeden Tag. Der Vorsitzende der örtlichen deutschen Selbstverwaltung begrüßt das Publikum der Buchpräsentation und berichtet mit Freude darüber, dass die Selbstverwaltung dank erfolgreicher Bewerbungen beim Ministerium für Humane Ressourcen und bei sonstigen Institutionen sowie dank der Unterstützung der drei örtlichen GmbHs die Liedersammlung in 500 Exemplaren herausgeben konnte. Jetzt ist es schwer schon, weil jetzt könnten wir nicht mehr so suchen, auch nicht, wann so alt ist nicht, was könnten singen, ja, Lieder singen, ja. Markau war eine Mitte des 18. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern gegründete Siedlung im Bakonia Gebirge bis 1948. Mit der Vertreibung der Deutschen wurde die Dorfgemeinschaft zerstört, das deutsche Leben beendet. So seid ihr auf die Welt gekommen, gell? Ja, vor dem Krieg noch, in 32 bin ich da geboren. Und 39, 40 haben sie mich in die Schule geschickt, dass ich auch was lernen. Nicht zur Holzbox-Schwelle. Was war das bei der Familie? Eure Familie, Bauers Familie oder was? Bauer ist mein Vater gewesen, der Bauer. Das war ein deutsches Dorf. Oh ja, oh ja. Da hat man zwei ungarische Familien da gewohnt. Der eine, das ist der Sauhäuser gewesen, und der andere ist der Kiehäuser gewesen. Das war ungarische Familien da gewesen. In 10 Jahren. Wir haben da viele Leute gewohnt. Wie viele Leute waren es damals da? 113 Hausnummer hat Marco gehabt damals. 113. Und von den 113 hat so Parteien bebauen, die was halt gerade von dem gelebt haben, von der Bauerwirtschaft. Das sind so etwa 100 gewesen. Die anderen, die dritte, sind meistens auch so ins Werk gegangen, wohin. Also Lastmacher sind gewesen, noch dann Abherrender sind hergegangen in die Porzellanfabrik. Und so haben sich die Leute halt ihr tägliches Brot. Und wie war es mit den Liedern? Hat man viel gesungen? Wann hat man da gesungen? Ja, es kommt darauf an, in Summe hat man mehr gehört als wir. Aber im Winter, wie die Mädels so zusammenkommen, auf die Reihe halt nicht, so gleich Alter, was so gewesen sei, die haben halt miteinander eine Kameradschaft gehabt. So sind sie gegangen von Haus zu Haus.
auf der anderen Seite wieder mit zurückwärts, wo sie halt, wie sagt man, eine Schulkameradin haben gehabt. Dort sei sie gekommen. Und noch dort haben sie getroffen. Aber das ist so rum. Und die haben dort gesungen. Diese Liedersammlung rettet einen Teil des deutschen Brauchtums, den reichen Liederschatz des einstigen deutschen Dorfes. Das sind insgesamt 131 Lieder. Die sind nach Alphabet geordnet und es gibt Raritäten. Natürlich schon dieses Lied, damit wir begonnen haben heute, was die... Die Bäuerin auf die Hochzeit geht. Ja, genau. Tam Tulitia Tatu. Ein lustiges Lied und mehrere solche lustige Lieder sind dabei. Ja. Wie Marco, sind die Lieder? Sind sie in der Mundart oder sind Mundart, sie Hochdeutsch? Mundart. Die meisten Lieder. Meine Großmutter hat sie alle in der Mundart gesungen. Ja. Und ich denke, dass deshalb sind sie dann auch so richtig wertvoll. Die in Deutschland lebende Fachexperte Katharina Eicher-Müller schreibt in ihrer Rezension über das Buch Deutsche Volkslieder aus Markau über Liebeslieder, Soldatenlieder, Unterhaltungs- oder Trinklieder, Lieder über Berufe wie Pfannenflicker, Rauchfangkehrer oder Fischerjunge, des Weiteren über Kinder- und Wiegenlieder und über Lieder mit geografischen Namen wie zum Beispiel Hamburg, das Tirolerland oder der Böhmerwald. Warum ist eine solche Sammlung für diese Gemeinschaft, die ja nur noch zum Teil deutsch ist, sehr wichtig? Trotzdem ist das für diese Ortschaft eine Dokumentation, gehört auch zur Geschichte und da könnte man noch vieles aufziehen, aber es sind nicht überall solche Sammlungen zustande gekommen und es gibt Gott sei Dank mehrere deutsche Chöre und für diese Chöre ist dann ein gutes Material, damit man die wieder lebendig machen kann.